Hi und willkommen. Mein Name ist AnnieWLB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate im Abenteuermodus. Ja, gewöhnt euch dran. Also, wir werden jetzt viel vom Abenteuermodus hier sehen. Also nur noch Abenteuermodus. Und ja, wir sind immer noch hier. Und ich habe gerade mal so über die Karte geguckt. Und hier sind noch einige Sachen übrig. Ne? Hier ist Celebi, 4 Sterne. Darum kümmern wir uns später. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und machen alles andere fertig. Hier sind noch zwei Kämpfer, glaube ich. Also hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber ja, hier gibt es noch viel zu holen. Und da toben wir uns jetzt. Wir spielen Chrom, weil den haben wir letztens freigeschaltet. Kann er nicht schaden, ne? Ich werde mal einfach das hier. Scheint bringst das. Ich muss schon sagen, wenn du mich jetzt hier in die Ecke raushaust, ne? Na, komm her, tschüss. Ja, wir haben zwei Gegner und so, kein Problem. Gut, wir brauchen ein paar Lernjuwelen, damit wir wieder Sachen hier lernen können. Ich weiß noch nicht, was wir lernen, aber wir lernen irgendwas, ne? Das sieht schon wieder aus, könnten wir da lang gehen. So, da ist ein Kämpfer. Landia, ein vierköpfiger Drache. Wieder Austausch. Gibt es hier irgendwie sehr oft. Plus Nebel halt, ne? Nebel gibt es ja auch oft, aber so, wirst du sofort dein Dings einsetzen? Nein, seitwärts. Wie gegnerische Gluraks sind irgendwie voll dämlich. Setzen irgendwie voll oft ihre Flammenblitz ein, hat ja selber weh tut. Also, Alter, habe ich die gerade gewonshottet. Weg. Na komm, geh weg. Ich habe schon gegen Drachen so gekämpft. Da, genau das meine ich. War doch voll Schaden. Warum machen die jetzt oft? Gewonnen. Oh, hat man noch gar nicht. Okay. Das ist gut zu wissen. So, in den letzten Part haben wir ja All-Star-Modus gespielt und das ist jetzt so knüppelhart. Also. Ja, dementsprechend nur noch Abenteuermodus von jetzt an. Ein weiteres Erscheinen eines Helden. Ich bin Held. Sonic. Erwartet das Erscheinen eines Helden. Ich meine, Sonic ist auch ein Held. Nehme ich mal in seiner Welt, aber trotzdem. In seiner Welt. Boom. Aber trotzdem. Ja. Muss noch was anderes, Kollege. Komm her. Ich kann ewig weitermachen. Oh Mann, irgendwie treffe ich damit nicht mehr. Ja, natürlich gefangen. Im Sprint, ist klar. Werden aber auch immer stärker, habe ich so Gefühl. So, aber wir erinnern uns, im letzten Part habe ich ja Ultra Smash Doppelchance hier freigeschaltet. Mein Bäumchen, mein Wissensbaum. Das heißt, wenn der meine Ultimate hier aktiviert, ne, dann muss er sie zweimal fühlen. Mal stehen. Musste ich noch nicht mal zweimal einsetzen. Sonic kämpft nun mit. Wir kriegen wieder 10 Dinger. Und da oben war ja so ein Triforce-Teil, ne? Und da oben ist noch ein Kämpfer. Hilda. Helfertrophäen machen ja das Leben schwer. Kein Ding. Das ist eine Hyrule Temple. Das ist eine riesige Level, ja, da. Den Kampf kenne ich noch aus
Alter. Die meisten Dinger hier habe ich ja schon in Geistertafel gesehen, also einige Kämpfe kommen mir ja schon bekannt vor. Wir haben die ganze Zeit meine Dings übrigens, ne? Meine die Up Special. Weiß nicht, wie man diese offiziell nennt. Up Smash sind ja Smash-Angriffe, das weiß man ja, ne? Also das hier. Up Smash. Hier mal ein Up Special nennt man das dann, ne? Und ich habe wieder 0%. Ja, komm, geh weg. Was ist das? Und wieder so eine blöde Blume, ne? So ein Schild. Dein Schild ist eine Blume? Was ist das? Mein Gott, stellt euch doch jetzt mal nicht so an. Die Helfer-Trophäe hat irgendwie nicht gebracht. Ey. Er hat es hier für 2 Sekunden hier mal dunkel gemacht und dann wieder abgehauen. Ich habe übrigens immer noch 3. Ich habe 0% wieder. Ihr habt doch keine Chance. Mann, verpisst euch doch jetzt mal. Du, komm her, Boom. Kannst direkt auch mitgehen. Tschüss. Hilda. Ist das Zelda-Schwester? Oder Cousine? Oder... Das weiß ich. So. Ich komme da nicht hin. Dreck. Da war ja natürlich wieder sowas von klar, dass ich hier nicht 2 auf einmal bekommen. Jacob aus Fire Emblem Fates. Item Wurfkraft. Okay, macht Sinn. Der setzt ein Wurfmesser ein. Das ist ein Butler, der Wurfmesser einsetzt. Ja. Es gibt Butlers in Fire Emblem Fates. Die Serie macht mehr oder mehr. Immer mehr was auf Fanservice. Das ist furchtbar. So, ich habe jetzt dein Boom. Ah, Dreck. So, ich zerstöre die übrigens gerade. Geh weg. So. Wie soll eigentlich mit Krom? Macht seine. Bei Marv ist das jetzt so irgendwie. Je weiter man vom Gegner weg ist und man den mit dem Schwert trifft, also wenn man nur mit der Spitze trifft, dann macht man am meisten Schaden. Wie gesagt, bei Krom. Der hat ja nicht wirklich irgendwie einen Degen, sag ich mal, oder ein Rapier, so wie Zelda komplett im Weiß. Warum habe ich das nie genommen? Ich habe den mal in Pink genommen. Sieht ja viel besser aus im Weiß. Und ja, wie gesagt, Marv macht mit seiner Spitze mehr Schaden. Bei Lucina war dann, glaube ich, wieder anders, ne? Die war zu klein. Konter. Und ja, wie gesagt, jetzt bei Krom oder wie ist auch bei Roy? Bei Roy ist das, glaube ich, mal nicht so, ne? Habe ich gerade im Liegen was gegessen, getrunken. Ah, das ist nervig. Oh, Junge. Mädchen. Nein, nicht schon wieder. Was ist das? Oh. Du mal Hühnchen hier haben und die ist schon wieder weg. Melon. Melon. What, you don't like melon? I love melons. So, wo sind diese Dinger hier? Feuer. Feuer. Hey. Okay. Da ist eine Eule. Sag mir mal, was los ist. Der Weg zur Weisheit kennt die Königswächterin, gefangen im Herzen des Ziffernblatts. Was muss ich ja machen? Weil das Spiel schon wieder von mir. Geld war anscheinend richtig.
Der Fackelschein zeigt die Stunde. Schaffe die Zeit, die wir sprechen. Fackelschein zeigt die Stunde. Von Fackelstein. Zeigt die Stunde. Ach so, das soll eine Uhr sein hier, oder was? Schaffe die Zeit, die wir sprechen. Ja, muss ich jetzt gucken, wie spät wir haben, oder was? Wir haben gleich 19 Uhr, also. Muss ich auf 7 einstellen. Warte mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist echt eine Uhr. Ja, wir haben noch 18 Uhr, also oben. Nee. Ich könnte eigentlich den hier machen, ne? Jetzt zeig mal. Der Fackelschein zeigt die Stunde. Schaffe die Zeit, die wir sprechen. Der Fackelschein. Was ist ein Fackelstein? Schein. Fackelschein. Was ist denn ein Fackelschein? So, die Dinger waren vorher hier, ne? Da sind Kämpfer. Lass mal den holen. Oder die. Zale, der ist aus The Last Story, was ich immer noch durchspielen muss. Ich habe irgendwie nicht Erinnerung, dass der so badass aussieht. Der irgendwie voll lahm aus. Na, zum Glück machen wir die Gegner hier so schnell wie möglich, voll einfach platt weg und so. Genau. Wie Sudden Schaden. Wir kämpfen sehr oft auf diese Level, ja, merke ich gerade. Hey, ich krieg Schaden. Ich heile mich wieder. Komm schon, Mäuschen. Ich bin dein Vater und ich sag dir, du musst jetzt sterben. Tschüss. Boah, ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Irgendwie, man muss irgendwie einen Boss auf eine bestimmte Weise erledigen. Und einer Charakter hat immer gesagt, Zale, mache dies und das, um zu gewinnen. Und zwar jede Sekunde. Zale, mache dies und das. Das ist wie in Kingdom Hearts mit der Hydra. Spring auf den Rücken der Hydra. Spring auf den Rücken der Hydra. Springen auf den Rücken der Hydra, bis man dann irgendwann mal wirklich macht. Boah, das geht mir so auf die Nüsse, wenn Spiele sowas machen. So, wir haben 60, 63. Wo will ich denn darauf hinarbeiten? Das hier klingt ja eigentlich nicht schlecht, aber so am Ende des Spiels bringt es das auch nicht mehr. Kritische Trefferchance, Schlag-Items, Notfallangriff hoch, Katapultierschutz, Sprint. Warte mal, irgendwie war doch hier. Hier, genau das will ich vielleicht. Luftsprung plus 1. Wollte ich irgendwann darauf hinarbeiten, aber dann doch nicht mehr und jetzt will ich doch wieder dahin arbeiten. So, aber ist das hier die Beta-Version der Ice Climbers? Sah jetzt irgendwie so aus. Das erste, was mir hier eingefallen ist. Magical Vacation Hauptfiguren. Die haben nicht mal einen Namen. Einfach nur Hauptfiguren. Wie so ein Rollenspiel hier, so Wache Nummer 1 und Wache Nummer 2 irgendwie. Die irgendwie so einen geskripteten Satz haben oder so. Ich mag Schwerter. Nein, ich kann den Wind kontern. Da habe ich auch nicht gewusst. Boah, ich hasse die Bewohner. Die tun die ganze Zeit ihren seitwärts Dingen hier Spam. Schon wieder? Was ist das? So, jetzt könnt ihr mal schrumpfen. Warum bin ich eigentlich noch nicht größer geworden, ne? Ich weiß, ich habe 2 Donner abbekommen, aber trotzdem so mal langsam abklingen hier. So, ich habe gewonnen übrigens. Gut.
63 hatte ich, ne? Das heißt, ich muss noch ein bisschen hier. Ja, die beiden schon wieder so ein bisschen bis auf 100 hier hoch grinden, sag ich mal. Fünf Gegner. Da. Aber. Ja gut, einer ist auch reingefallen. Warte mal, tut er zwei Angriffe machen, wenn er kontert? Wird rausrennen, greife ich meine an. Boah. Boah, kann ich auch mal was machen, danke. Warte, wenn ich meine Ultra Smash fertig ist, ja, seid ihr alle dran? Naja, macht nur einen Angriff. So, du bist weg. Leute, du bist einmal in diesen Haufen drin oder du kommst nicht mal raus. So, boom. Stirb. Boom. Stirb. Das ist so geil, ne? Also Ultra Smash zweimal einzusetzen, ne? Das ist auch voll broken. Schön, ich mag Broken. Ich mag Broken Things. So, ich will wissen, was dieses ein Rätsel hier ist. Ah, dann waren und dann kriegen wir. Generische Ultra Smash ist plötzlich breit, aber kannst du sie auch zweimal einsetzen? Ja, sofort bereit, danke. Ich gehe mal nach unten. Oh, verpiss dich. Oh Gott, ich hasse es hier zu kämpfen. Ne? Das gibt's jetzt nicht. Kriegt er da unten raus? Besser abgestützt, ne? Sechs Schaden. Ja, der. Was? Ich muss sogar den erledigen. Gut. Oh Gott, was für ein Idiot. Gut. So wie ich das denke. Ich nehme jetzt mal einfach an, diese Eulen geben mir noch mehr Tipps irgendwie, was ich hier machen muss bei diesem Rätsel. Wandbild Link. Oh gut, ich habe den letzten das verbraucht. Aber bist du in hier? So, ah, seht ihr? Genauso habe ich mir gedacht. Kaum tue ich das hier so andeuten, passiert das. So, 12 Uhr. So, nehmen wir an, die roten sind die Minutenzeiger, ne? Also hier. 15, ja. Okay, anscheinend nicht. Aha. Umgekehrt. Und da ist was. Ich habe jetzt eher mit einem Kämpfer gerechnet, aber okay. Schon Level 4 oder irgendwie sowas, ne? Impa. Die ist auch Zelda, oder? Ja, aber kenne ich irgendwie. Sind nicht irgendwie die Großmutter von Zelda oder so in einigen Spielen? Da verwechsel ich da gerade was. Das sind nicht auch irgendwie Impa oder so? Natürlich keine Ahnung von Zelda, also. Dürfte mich auch gerne korrigieren. Da ist sie ein bisschen größer als ich. Gott. Dann bleib hier und flieg raus, bitte. Oder hier. Egal wo. Nein. Tschüss. Was? Flieg auf jetzt raus. Okay. Gegen die Decke geknallt und dann runter. Okay. Okay. Das, ja,
So habe ich mir halt gedacht. Das macht den Weg frei. Cool. Sehr gute Erfolgsquote mit Chrome bisher. Oh Gott. Ja. Wow, so habe ich noch nie genießt. War irgendwie so ein zurückhaltender Nieser. So, da war wieder normal. Keine Ahnung, der war so irgendwie so halb zurück, halb unterdrückt und halb irgendwie rausgelassen. Das hatte ich irgendwie noch nie. Sonst lasse ich immer meine Nieser volle Möhre raus. Ja, gibt es nicht irgendwie so einen Spruch, so Leute, die kräftig niesen, sind irgendwas. Gibt's irgendwie, so wie mir. Leute mit großen Händen oder so haben irgendwie, keine Ahnung, Leute mit großen Händen sind kaltherzig oder irgendwie sowas. Hier ist irgendwie so ein Spruch. Leute, die kräftig niesen. Weiß ich nicht. Sau irgendwas. Weiß ich noch nicht. Und da kommt. Nein, der, den sein Schwanz war zu. Den sein Schwanz war zu groß. Er hat mich eher erreicht. Den sein Schwanz war zu groß. Danero LP 2019. Ja, ich bin jetzt so vollkommen Vegas. Boah, war das denn für ein Wurf? Ey, was war das denn für ein Mädchenwurf? Ich dachte, ich werf den vorbei und dann so. Ey. So, wir nochmal hier. Zelda. Sehr gut. Freue mich. Hast du gerade mein Dings damit abgewehrt? Ich bin ein Zelda-Main und ich meine, man kann das nicht abwehren. Oder vielleicht doch. Kann sein. Probier es nicht bei normalen Angriffen aus. Jawohl. Ich liebe es, wenn ich so treffe. Zelda kämpft nun mit. So, jetzt tue ich aber nicht den Kämpfer ändern. Wir haben gerade so einen Rausch mit Chrome, das will ich jetzt nicht unterbrechen. Ah, okay. Aber dann kriegen wir auf jeden Fall Ganondorf hier noch, ne? Weil der ist ja auch ein Triforce, ne? Das ist dann Ganondorf, nehme ich an. So, aber hier sind noch ein paar andere Sachen, ne? Wo so viel ist ja eigentlich auch nicht mehr übrig, ne? Da oben ist noch eine Eule. Matthew, du bist von Golden Sun, glaube ich, ne? Da steht auch da oben. Das stört mich so ein bisschen in diesem Spiel. Irgendwie ist es nicht so ins Detail wie alle anderen Smash Bros. Spiele. Man sieht hier einfach nur, ist von der und der Reihe. Der ist tot übrigens. Ich würde gerne mal wissen, wo der als erstes aufgetaucht ist, so wie in den anderen Smash Bros. Teilen, aber oder irgendwie so Informationen zu einigen Charakteren. Weil das haben sie alles hier entfernt, leider. Das finde ich ein bisschen doof. Suche Weisheit, suche Mut, die Tugenden der Helden. Ja, also suche alle Triforce, nehme ich mal an. Sind da irgendwie Kraft. Ich glaube, Ganondorf ist Kraft. Links Mut. Und Zelda ist irgendwas anderes. Weisheit, ne? Aua. So eigentlich irre. Tu mich einfach so in den Boden, ja. Wenn er meiner Teil nochmal. Presslufthammer an. Oh Gott, das wird schon wieder nervig. Hier habe ich so. Warum ist hier eigentlich ein Erdbeben? Du siehst jetzt nicht irgendwie. Oh, der ist Metallgegner, merke ich gerade, oder? Au, au. Na. Oh. Alter. Du hast Glück, das. Ah! Das sieht voll brutal aus, ey. Donut. Oh, geil. Okay, okay. So. Ich würde das hier, was auch immer hier alles ist, oh, muss ich gegen Dings kämpfen, hier am Ende. Muss ich ja gegen Gen kämpfen, gegen diese Bestie.
glaube so, ich habe so gefühlt, wird passieren. So, Frey und Freya. Riesenverwandlung für mich? Was? Okay. Die leben immer noch. Warum würdet ihr mir so einen Vorteil geben? Alter, das ist doch gut, war irgendwie geschenkt. Da kommen wir hier weiter. Nö. Ich dachte, er öffnet sich damit dann nur so ein Gebiet. So, aber das ist ja eigentlich noch übrig. Das hier, ne? Dann ist da rechts irgendwo Celebi. Da war es dann eigentlich schon. Nee, ja doch, Celebi, das war Celebi. Und dann machen wir alles hier noch. Oh Gott. Vielleicht doch nicht. Wird dein Kommen mit Kämpfer besiegt, ist der Kampf verloren. Okay. Ich brauche unbedingt einen stärkeren blauen Geist, Abwehrgeist oder was weiß ich. Okay, was muss ich denn beschützen hier? Zelda, okay. Stelle ich mir jetzt eigentlich nicht so schwierig vor, wenn ich ehrlich bin. Au. Au. Geil. Komm auf mich los, Mann. Komma. Ey, was war das denn jetzt schon wieder? Komm. Wir schaffen diese ganze Ebene ja noch in diesem Part. Machen wir einen wie auf Tales of Vesperia, wo ich einfach jede Dungeon in einem Part oder so mache. So. Hey, Finger weg von der. Oh, die bekommt auch Schaden, wird sie mich verarschen? Oh Gott. Nein. Oh, der hat das eingesammelt. Ich dachte, ich hatte das. Oh. Aber das ist nicht so schwer. Komm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Zelda auch irgendwas machen würde, aber... Ich kann ja nicht alles haben, ne? Was ist das für ein scheiß Angriff, ey? Nein. Alter. Verpiss dich. Und lass meine Ische in Ruhe. Aua! Da hab ich wieder raus, pass auf. Nein. Nein, ich dachte, ich hätte ihn jetzt. Komm, das schaffen wir. Ah. Vielleicht sollte ich irgendwie einen Fernkampf oder so nehmen. Sehr gut. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein, jetzt hat er mich. Nein. Ja. Was ist das? Oh Gott. So, hat man sogar noch gar nicht. Gut, sehr gut, ganz geschafft. Ja. So, wie kommen wir überhaupt da hin? Das war das Dings hier, ne? Jetzt kommt der Gennendorf, pass auf. Hi. Die Klinge, die das Duell Dunkelband zerteilt, das Kleid der Nacht. Das ist sehr schön. So, und hier, von hier sind wir gekommen, ne? So, jetzt müssen wir nur noch hier. Nehmen wir sehr stark an Gennendorf und dann rechts Celebi erledigen, ne? Also hier kommt noch so ein Boss. Cloud? Warum kommt denn Cloud hier? Das ist die falsche Spielserie. Kollege. Es fällt sich in Kingdom Hearts und dann in Smash Bros hier in Zelda.
diese rote Aura. Was ist das? So, nein. Nein. So, was soll er? Er hat nur ein Limit. Ich vergaß aber. So. Ich dachte, ich kann ihn noch aufheben. So, frisst das. Gut. Macht jetzt aber irgendwie nicht so Sinn. Gehen wir jetzt auch wieder ein Triforce. Gehe ich um ein Schwert. Chrom, der Held der Zeit. So wie der Titel von Link, oder? Oh, da oben ist noch ein ganzes Gebiet. Herrlich. Ah, ich sehe gerade, das ist ein Triforce. Okay, wenn ihr noch eine ganze, hier sind noch ein paar Gegner, ne? Ja. Also wenn ihr noch ein paar Dinger warten, dann müssen wir halt doch halt verschieben. Dreck. Ja, und da ist wahrscheinlich gerne drauf. Na gut. Dann gehe ich eben nach Hause. Ich guck noch mal hier, ob ich was leveln kann. Ja, kann ich. Obwohl das ist nicht mehr so. Was können wir denn hier noch nehmen? 100 endlos Ausweicher. Beim mehrfachen Ausweichen, Metallschräg, Vergifter, ich glaube Vergifter will ich haben. So, komm hier. Machen wir 210. Gut, dann war's das. Gucken wir hier nochmal. So wieder Sachen verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Das glaube ich nichts geändert. Ich weiß gar nicht, wann das hier aktualisiert wird, ehrlich gesagt. Also muss ich da immer 24 Stunden warten oder irgendwie sowas. Oder ein paar Kämpfe machen. Weiß ich nicht. Ich wünschte, ich könnte irgendwie sehen, was die verkaufen von hier aus, dass ich nicht immer wieder da reingehen muss. Ist ein bisschen nervig, wenn ihr mich fragt. Okay. Dann war's das für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter mit Abenteuermodus, weil wir haben nichts mehr anderes zu erledigen hier in diesem Spiel. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.